Auf Ritus, weiß ich nicht, irgendwo am Arsch der Welt. So. Wie könnt ausgerechnet Dämonen so schlecht darin sein, ihre eigene Art zu beschwören? Quest beenden? Oh nein! Er hat natürlich noch eine Quest und der Illidari daneben auch. Bist du gerade gefunden? Jetzt hin? Was? Ach so, habe ich gefunden. Und wie kann ich das jetzt wieder beenden? Wie komme ich Hast du alles fertig zurück? Oder was? Ja. Guck doch einfach da, wo ich stehe. Wenn du mich siehst oder eben wo der Questie ist. Einfach da wieder zurück und dann den Typen anklicken. Ne? Einfach den Typen dann anklicken, wenn du wieder zurück. Aber Vorsicht, die Augen dürfen dich nicht finden. Ja, ich sehe schon. Alter Schwede. Weiß ich nicht, gut im Slalom bin? Ja, aber da kriegst du schon hin. Wa? Geh mal lieber mitten durch. Ich glaube, da kommt ein Auge zurück. Ich sehe da gerade eins. Huhu, Auge. Bist du das? Da, Quest. Okay. Ah ja, da bist du. Wo bist du da? So, ja, ich lese die Quest jetzt mal eben vor. Hm? Also die nächste Quest, die er dann uns gibt. Diese Dämonenportale sind geradezu furchtbar hingeschlammt, ohne jegliche Fitness oder Können. Das tut mir gerade körperlich weh und ich habe schon jahrzehntelang keinen echten Schmerz mehr gespürt. Ich habe einige dieser wertvollen Portalstabilisationskristallen der Legion repariert. Ich möchte, dass ihr damit ihr Hauptportal im Vorstoß modifiziert, in den darauffolgenden Spaß begutachtet. Platziert 4 sabotierte Portal, hast du nicht gesehen? Fürchtet die Lebenden. Mit? Naja. Was müssen wir machen? Sollen wir den hier Marius auch direkt mitnehmen? Ja, ja. Oh, der hat noch 2. Untergang der brennenden Legion. Dass ich mich mit diesem Hexenmeister abgebe, ist nur Mittel zum Zweck. Ich will von diesen Kreaturen lernen, um sie zu studieren. Und wenn nötig, werde ich sie töten, bevor sie diese Welt mehr schaden als Gutes zufügen. So, Quantität über Qualität. Die Dämonen des Teufelfeuervorstoßes sammeln sich im exponentiellen Rate an. Wir müssen diese Invasoren vernichten, bevor sie über genügend Dämonen verfügen, um unsere Streitkräfte am Verteidigungsposten der Illidari in die Flanken zu fallen. Werdet ihr unserem Kampf beistehen? Tötet Dämonen im Teufelsfeuervorstoß, nehmt mal an. So, Arctitrax? Innerhalb des Vorstoßes befindet sich ein Dämon, der sterben muss. Arctitrax ist eine Kreatur von hinterhältiger Bosheit. Wenn er unbeachtet bleibt, wird er in der Lage sein, den Vorstoß als Ausgangspunkt für gezielte und tödliche Angriffe auf unsere Streitkräfte zu nutzen. Ich für meinen Teil habe nicht vor, diese Gegner zu unterschätzen und werde euch auf das Schlachtfeld beistehen, wenn ihr bereit seid, ihm gegenüberzutreten. Ja, machen wir, ne? Oder? Ja, ja. Machen wir erstmal die Hauptquest dann. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal eins nach dem anderen. So, was so blau ist. Ja, ne? Ja, aber wir müssen ja hier eh die sollte nicht lange dauern. Ja, die andere war aber woanders. Also, ja, das ist aber alles hier in der Gegend hier. Ach scheiße, ich hab die falsche Gestalt. Warum machst du denn sowas? Und der eine müsste ein Boss sein oder sowas. Ja. Die müsste schon stärker da sein. Ich will so direkt looten. Aber ich fand die Augen, also das mit dem Auge war irgendwie witzig, aber auch widerlich. Sorry. Ja. Man kennt es aber, ne? So ein bisschen. Kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Von Drainer. Was ist Drainer? Um das jetzt böse zu meinen, mir ist das so ein bisschen bekannt von Drainer. Da war auch irgendwie sowas. Zwar nicht direkt mit dem Auge, wenn ich mich entsinne, sondern. Ja, nee, der kommt ja gar nicht. Wie wir das wagen können, das siehst du doch, wie wir das. Die brauchen wir ja auch ein. So. Oh, ich will den looten, hallo. So. Die haben nur ekliges Zeug mit. Echt? Ah. Hallo! Meine Klinge ist euer Ende! Oh, ich will mal nur den kleinen Wurzelgnomen hier mal. Naja, mach das. Aber die sind nur nervig. Hier müssen wir. Ah, da die 2 Kristalle. Vorsicht, aber da kommen so fliegende Viecher. Ich weiß nicht, ob die angreifen. Ja, und da hinten steht was. Ja.
Sollen wir ziehen? Ich ziehe, komm. Ne, ich hab schon den Kostal. Ach so, hast du schon. Ah, ich hab einen von vier. Ja. Alter, was macht die denn? Hast du den nächsten auch schon? Na, sicher, Dad. Na, du machst dich um die. Naja. Und da sind nochmal zwei. Punkte, die wir. Keine Ahnung. Da unten ist auch der Aratax. Komm, dann gehen wir direkt hier runter. Drauf geschissen. Ja, und da sind noch mal zwei Punkte irgendwas, was wir machen müssen. Naja, stimmt. Blick da eh nicht ganz immer durch. Obwohl ich mir die Sachen immer durchlese, wie ist das auch nicht. Ja, wir müssen die ein bisschen. Ach, da ist schon jemand am Fighten, kann das sein? Ja, komm, dann lass. Scheiße, ne, jetzt zu spät, zu spät, zu spät. Ist schon ja, zu spät. Ja, aber das spawnt ja gleich. Ja, ich denke auch. Achso, kann ich noch nicht. Ja, danke. Wir stehen euch zur Seite, Champion. Lass uns diese Bestie ein Ende setzen. Ja, würde ich ja, aber die Bestie ist ja nicht da. Momentan. Was ist denn das eigentlich? Ach, das ist aber nur ein normaler Questie. Das ist ein Elite. Aber da kommt noch ein Elite auch noch. Ein Schuppenwächter. Ja, ja. Ich weiß nur nicht, wie wir hier nachher. Ach so, kommt man hier nachher wieder raus. Ja, wir kommen schon wieder raus. Naja, das eh, das eh. Das eh. Schon wieder eine Fliege, Alter. Die kriegt den Mann mit dem Ding. Der Herr, du und die Fliegen. Ja, ich mach hier schon mal einen weg hier oben. Finde ich. Ich mach den mal hier weg. Schon mal. Ja, und du hast gerade gespawnt. Ja, ich komme, warte. War ich den schon mal anfangen anzutanken oder ich was? Ich weiß nicht, wie stark der ist oder ob der einen ruft. Ja, aber das Problem ist, wenn ich das ja, nicht ich mache. Mach, komm jetzt, kannst du antamen. Jetzt haben wir das Problem, dass da irgendjemanden. Ach, du kriegst auch Hilfe von den anderen, von dem Zauberer und so. Also, ich wäre das jetzt gar kein Problem, bevor jetzt jemand anders gehen darf. Naja, eben. Und, weil da kommt mir schon der nächste dazu. Ja, ja, ist ja meistens so. Sonst hätten wir nämlich schon ein Problem und das ist scheiße. Oh, 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 der haut aber gut zu. Ja, ich gerade heilen. Was denn? Hatte ich Agro? Nein. Ich hatte Agro. Kurzzeitig nachher wahrscheinlich du. Mhm. Ja, der hat gut zugehauen. Also der hat mich echt bis zur Hälfte so mal eben runtergeknallert. Warum? Achso, da bist du gar nicht, ne? Ich dachte gerade, warum reitest du denn da weg? Wo bist denn du jetzt eigentlich? Vor dir. Du läufst doch gerade hinter mir. Ja, stimmt, wollte ich doch sagen. So, wir müssen noch von den 10 von den komischen. Ja, ja. Nee, einen noch. Und dann müssen wir noch, glaube ich, irgendwie 2 Punkte hatten wir irgendwas mit. Ja, 2 Punkte müssen wir noch platzieren. Oder ja. Ein? 2. Ich weiß, 2 noch. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Ja, hinten irgendwo, hinten rum. Absolut. Weil ich sehe gerade die Punkte schon leuchten. Ja, guck mal hier, da, aber die greifen direkt freiwillig an. Aber wir brauchen ja nur einen. Naja, egal. Ah, komm, es gibt EP. Ja, stimmt aber dann. Nicht vergessen, ich bin gleich Level 103. Cool. Das hört sich doch gut an. Ja gut, um hier zu platzieren, glaube ich. Ja, hier einmal und hinten irgendwo müssen wir. Ja, wahrscheinlich werden wir natürlich. Da, ja, ich sehe es gerade. Ja, ja, aber hier sind ich auch die Portalwächter. Schon. Ja, mach du die Portalwächter, ja, ja. Ich mach schon mal hier. Zack. Komm, bist du mit dem fertig? Ja, ja, klar. Aber da ist noch einer, ne? Ja, weiß ich. Achso. Den hab ich mir jetzt gerade. Du stammst gleich ich zu den Toten. Aber ist schon fertig. Ja, sicher. So. Zack. Dann kann man die Quest nämlich jetzt auch abgeben. Ob ich reiten kann? Ob ich hier durchreiten kann? Warte, ich wollte mal eben hier so, looten, weil die du killst. Aber lass mich mal eben, genau, mach mal eben. Ich kann im Laufen, kann ich meine Gestalt mal eben. Ach so. Das ist kein Problem. Da brauchst du nicht für stehen bleiben. Das habe ich ja nicht gewusst. Junge Frau. Nee, nee, das geht. Das ist voll cool. Madame, also das Camperin. Mag ich voll am Druiden. Also ich finde, Druide spielen macht voll Laune.
Wenn ihr glaubt, dass die Expedition auf unserer Seite des Portals gewaltig war, solltet ihr erstmal die andere Seite sehen. Ha! Quest beenden. Denkt dran. Ja, gut. Geduld. So, wo ist denn hier der Glückwunsch? Was war's? Danke! Azeroth darf nicht fallen. So. Das sollten diese Dämonen für eine Weile aufhalten. Wir müssen in Zukunft möglicherweise zurückkehren, um sicherzugehen, dass sie sich nicht wieder neu formatieren. Formieren. Lasst euch nicht formatieren. Von der Macht der Legion überwältigen. Da ja, Arkitrax und seine Schergen nun tot sind, sollten die Flanken des Verteidigungsposten der Illidari nicht mehr in Gefahr sein. Gut gemacht. So, wir können uns was aussuchen. Habe ich Ausdauer mehr, aber Meisterschaft weniger. Schlecht. Ich nehme das mit der Meisterschaft weniger, dafür Ausdauer etc. mehr. Ich nehme das hier, da habe ich nur ein bisschen Beweglichkeit weniger. Ja, habe ich Tempo und Tempo habe ich dann, glaube ich, aber mehr. So, das haben wir jetzt fertig. Jetzt haben wir unten noch. Also die anderen drei sind alle unten. Vermisster Dämon. Wollen wir den machen? Und Vermisster ganz, Dämon? Aber ja. Ganz oben ist auch noch ein verderbter Jahrgang, ein Bonusquest, ne? Ja, ja, aber lass erstmal die unten alle machen, weil da haben wir jetzt noch drei Quests, die wir da fertig machen müssen. Aber sicher. Damit wir die Insel wirklich fertig abgeschlossen haben. Ja. Da will ich nicht durch. Da muss ich doch nicht durch jetzt, oder? Kann ich nicht hier außen rumlaufen oder so? Kann man bestimmt auch. Oder jetzt unbedingt durch. Das ist ja nervig auf Dauer. Ja, es geht. Es geht. Manchmal macht das auch richtig Fun. Irgendwie bin ich ein bisschen übersteuert. Kann das sein? Weiß ich nicht. Das kann sein. Weiß ich jetzt nicht. Echt nicht. Ich höre mich so irgendwie doppelt. Oder ist das vielleicht meine Schuld? Moment, ich schau mal eben ganz kurz nach. Lautstärkenregler. Ich mach dich mal ein bisschen leiser. So, sag mal was. Hallo? Nee, jetzt habe ich auch noch was gezogen. Echt? Achso. Na, ist egal, komm, lass weiter. Einfach durch. Nee, jetzt höre ich mich nicht mehr doppelt. Dann hatte ich das vielleicht einfach ein bisschen zu. Oh, hier ist ein Boss. Oh. Ja. Stern. Wo ist er denn? Da müssen wir aber irgendwie da runterkommen. Ja, komm, drauf geschissen. Du doch nicht. Komm, bis jetzt. Da muss man hier in das Horn blasen. Ich heile mich mal eben. Müssen wir nur wieder gleich da hinten wieder hoch. Und ich gehe schon mal direkt in die richtige Gestalt. Ach, jetzt habe ich dich geheilt, ich Trottel. Ich wollte mich heilen. Nee, noch nicht! Hast du da jetzt reingeblasen? Ah, oh, Fee! Ja, so viel hast du nicht, ich kann dich auch gleich heilen. Ich heile ein bisschen besser. Aber da ist doch noch gar keine bei, oder? Ach, ich glaube, da kommt der. Ja, die kommen, das ist die Vorhut. Die gehen aber auch schon da runter, deswegen. Ja, trotzdem, erstmal muss man sich ja auch vorbereiten, ne? Ah, der schickt immer vor, siehst du das? Ich weiß ja gar nicht, wie er ist. Ich sehe ja nicht mal, wo der ist. Nee, der schickt nur die Vorrunden. Ist das langweilig? Achso, da ist ja noch einer. Hm? Hab ich gesehen. Nicht mehr lange. Da kommt er jetzt. Das war die Vorhut. Ich mag Bossfights, weil die ein bisschen aufregend sind. Genauso wie Elite-Fights, weil die normalen Dinger, hast du ja gesehen, die klatschen wir mittlerweile. Ich glaube, so stark sind die nicht, dafür kommen immer mehr. Von der Stärke her ist mir aufgefallen, sind die gar nicht mal so heftig teilweise. Klopp mich runter, ich hab nämlich wieder Akku. Warte, ich heile mich eben. Und zack. Ich mag die Boss einfach, weil die wirklich echt ein bisschen Herausforderung sind und man sich wirklich heilen muss oder wirklich jemand dabei haben muss, der heilen kann. Das fand ich bei Draenor schon immer ganz toll, aber ich konnte die nie alleine erlegen. Das war so ein bisschen. Ja, das war echt schwer, das stimmt, aber
sind die, glaube ich, heute immer noch. Ich glaube nicht, dass es einfacher geworden ist. Oh, da war schon. Oh, cool. Schmuck haben wir gekriegt. Ich habe irgendeine Flosse, die ich anlegen kann. Schmuckstück. Ja, ja, genau. Die Eisenflosse da, ne? Oh, die bringt mir sogar was. Weiß ich noch nicht. Ich mache das immer, ich gucke, dass ich das ein bisschen zwischen den Folgen mache, weil ich so echt noch so viel drin habe und noch ein bisschen ausmisten muss, was es da alles so ist. Mhm. Weil die grünen Sachen haue ich nach und nach immer weg. Die Benji-Königin hier, die Marke der Benji-Königin, habe ich jetzt abgelegt. Und ja, das, was ich jetzt angelegt habe, war ein bisschen aber besser. Aber manche Sachen lege ich einfach auch weg. Ja, aber die war besser jetzt. So, ja, ja, aber manche Sachen, so wie solche Sachen, weil die ja manchmal Spezialeffekte haben. Hm. Manche Sachen, die lege ich dann einfach weg. Muss eben gucken, wie wir wieder hochkommen hier. Wir könnten von da hinten hoch. So, weil dann würden wir auch Richtung des Falls laufen. Ja, da hinten kommen wir hier hinten. Hier so irgendwo hoch. Wir müssen hier irgendwo hochkommen. Hier hoch. Tut schon wieder zäh. Ich glaube, hier muss man irgendwie hochkommen. Ne, hier kommt man nicht hoch. Höher. Da hinten hoch. In die andere Richtung. Ah. Hopp. Ein Hundchen! Ich finde die voll süß. Aber wir müssen. Ja, ja, jetzt laufen wir wieder richtig. Über die Brücke, oder? Genau. Da oben. Das weiß ich auch. Alter, fliege, fliege! Scheiße, oh, das ist sie weggeflogen. Lustig. Was? Also, es war eigentlich lustig. Hm. Und wir haben bis jetzt fast jeden Boss gekillt. Ja, ich finde das ja auch wichtig. Oder? Ja, es gehört dazu, ne? Obwohl, ich weiß, kann mich noch an der letzten Folge erinnern, wo jemand sagte, ja, wir sind ja jetzt durch, jetzt könnten wir ja auf die anderen Inseln, also auf eine andere Insel. Und das ablehnen, alles jetzt. Wer sagt denn sowas? Ja, ja. Ach, du bist voll schnell, so schnell bin ich doch. Ach, scheiße, ich habe doch keine weise Gestalt. Wagen, hallo? Irgendwo paart sich hier schon wieder eine Fliege, ey. Na, solange ich bin angegriffen. Hier paart. Hier jetzt nicht, aber. Ich werde angegriffen. Um Einhörnchen. Die sind aber rot. Naja. Oh Mann. Die rächen gerade das letzte Einhorn oder so. Ich weiß es nicht. Ach, du bist doof. Und wir müssen genauso da irgendwie hin, ne? Hm. Ach ja, komm. Oh. Passt das, wenn die so. Und die nächste Fliege ist mir gerade in die Luft gehauen. Ah. Glaub, Alter, wie die da durch das Gitter kommen, ne? Echt Hammer, ne? Weiß nicht. Achso, ich hab Verbrennschaden oder so. Hab ich jetzt irgendwas gerade falsch gedrückt? Ne, da müssen wir lang. Hä? Ich sagen, hier so irgendwo. Achso, ich hatte mich quasi eigentlich hier so. Ja. Ja, wir machen jetzt hier ein paar vier. Hä? Schön. Der greift gar nicht an. Achso, hier, der greift an. Genau, der andere ist gelb. Das ist eine Maschine, glaube ich, oder? Oh. Konstrukt. Inaktives Konstrukt. Alter! Was ist denn jetzt kaputt? Warum bin ich denn runter? Hä? Die ist 110. Alter! Schaffst du? Nee, wa? Die kommen alle an, die kommen alle an. Vielleicht sollten wir außen rum. Ja, Geist freilassen mache ich. Ich mache jetzt, soll ich die wiederbeleben? Nee, bringt ja nichts, ne? Nee, nee, ich lasse meinen Geist frei und das war oh, ein Wort. Wir sind hier. Vermisster Dämon, jetzt sind wir von unten. Wo bist denn du? Ja, ich bin hier am Laufen. Wir sehen uns ja nicht in Geister gestellt. Ja, ich sehe den Punkt. Wir müssen da so irgendwo hin. Aber nicht so nah und dann versuchen wir das irgendwie umzuschiffen, weil ich sehe nämlich gerade das Fragezeichen, wo das ist mit ja, Vermisster Dämon. Ich suche jetzt gerade irgendwo einen Ausgang. Dass ich wieder zurückkomme. Alter, wo muss ich denn lang, ey? Hast du dich. Was? Ja, es ist scheiße schwer hier, ne? Ja, du kommst da nirgendwo hoch. Du musst da echt latschen, 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 um irgendwo mal hochzukommen, damit du wieder in die richtige Richtung überhaupt kommst. Alter, da gibt's doch nicht. Wo soll ich denn hinlaufen, ey? Zum Friedhof zurück, so. Ah, ich sehe dich auch, glaube ich. Ja, ich sehe dich. Das genau, da hatte ich das auch, wollte ich das auch versuchen, irgendwo da hochzukommen, weil da sieht das aus, als ob wir da vielleicht hochkommen könnten.
Also mein Bildschirm, der klebt nur noch vor Fliegenblut, ey. Ja, ich mach den morgen sauber. Ich bin so artig. Hopp, hopp, so. Alter, ich hab gar nicht aufs Level geachtet, wa? Nee, ich auch nicht wirklich. Scheiße. Also ich glaube nicht, dass wir dich schon bekämpfen sollten. Nee, jetzt, ey, ruckzuck hat nämlich runtergeklatscht, ey. Ja, mich ging eigentlich. Also ja, ich ja, hatte... du hast halt lange ausgehalten. Also dafür, dass die so hoch sind, habe ich echt... So, hier kann ich nur annehmen. So. Und nee, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Ja, ich kann nicht, ich muss. Dann stirbst du. Warte, 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 warte. Ja, nee, bringt nichts. Ja, ja, gut, mach. Muss hier hin. So. Komm schnell hier hin. Ja, ich... Du siehst, laufe ich extra rückwärts. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie, genau, drumrum kommen. Drumrum. 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 Und das irgendwo. Nein, 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 renn, 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 weg! Ich weiß nicht, welches Level die haben. Alter! Ich glaube nicht, dass die alle so hohes Level haben. Doch, die haben 110. Alter! Die kommen ja immer noch. Dann brauchen wir den Boss noch gar nicht versuchen. Nee, besser nicht. Wie sollen wir denn die? Warte mal, ich guck mal, wo das ungefähr ist. Wir müssen schon irgendwie da dran rumrum. Vielleicht von unten? Ich laufe jetzt hier auch gerade den Weg. Von unten vielleicht? Nee, ich laufe einfach mal den Hauptweg jetzt. Versuche einfach, vielleicht ziehen wir die ja gar nicht dann. Wenn du dich genau auf dem Weg hältst, dann ziehst du die nicht. Du musst aber dich genau auf dem Weg halten. Dann ziehst du die nicht. Alter, juckt. Juckt. Wo bleibst du? Ja, ich bin was langsamer. Achso. Da ist ein Boss. Ich würde schon gern wissen, welches Level der hat. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hat der ein kleines Level. Hm. Sind das einfach nur, Wo ist der? Ach, da ist. Hier ist der kleine. Für besondere. Nein, nein, ja, der Neumeister hat euch geschickt. Ich verstehe schon. Ich muss mich erst um meine ehemaligen Meister kümmern. Kommen wir ins Geschäft. Hey, ihr da! Ihr scheint mir ja recht leicht intelligent zu sein. Ich will euch ein Geschäft vorschlagen. Ich brauche einen kräftigen Helfer, um ein paar Zutaten für ein Ritual zu sammeln. Im Gegenzug biete ich meinen früheren Meister an. Ihr könnt dann mit ihm machen, was immer ihr dämonenschlechter Typ mit Dämonen so macht. Wenn ihr einverstanden seid, dann unterschreibt bitte hier mit eurem Blut. Untertreibt einen Vertrag. Okay, haben wir. Hab ich gemacht. Und was muss ich jetzt machen? Den Vertrag unterschreiben. Wo ist denn? Der müsste hier irgendwo sein. Okay. Du hast PvP aus? Ja, warum? Weil hier ganz viele Alis sind. Achso. Ah, warte, 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 hier ist irgendwo was. Muss ich ihn vielleicht nochmal anquatschen? Ich guck mal eben nochmal. Vielleicht muss man den auch wieder anquatschen. Ja. Ja. Lies den Vertrag. Der Vertrag beginnt mit großen, fließenden, abscheulichen Schrift, die mir jeden Satz klein und kleiner wird. Er beginnt mit Seite 1, in der der Unterzeichneten fortan den anderen Partei bezeichnet, Gelobung einhaltlichen von der fortan den bezeichnet ausgeführte Bedingung. Blätter oben auf Seite 2. Unterzeichnet mit Vertrag mit Blut, so. So, habe ich gemacht. Lies doch nicht alles jetzt. Endlich! Endlich mein höchstpersönlicher Diener. Quest beenden. Gemäß eurem Vertrag werdet ihr mir helfen, mit Zutaten für ein absolut harmloses Ritual zusammenzutragen. Ich brauche Federn und Hörner. Eine Menge Hörner. Seht ihr die Schattenrösser, Pirscher und Reiher da drüben im Olivenhöhen? Die sollten reichlich davon bieten. Oh, und ich brauche Oliven. Jede Menge Oliven. Für jeden Finger. Also, auf geht's, Helferlein. So. Hier den Reiher schon mal. Ganz ehrlich. Ja, und hier so ein. Naja. Aber normalerweise bin ich solche Viecher. Wer, hallo, ich bin kein Diener. Bei von 20. Ja, das ist das Geile, dass man ja was doppelt droppt. Ja, eben. Ne?
Zack. Zack wieder rum. Haben wir schon 9? Genau. Und das müssen wir auch noch. Ja, genau. So. So. Wir stehen in die falsche Richtung. Achso. Der hat sich gedreht. Ich kann sagen, kann doch gar nicht sein. 1 von 3. Okay. Ah, ich hole mir das nächste eben da. Vorne ist 1. Nein! Ja, ich. Oh, ja. Hier kann man was sammeln. Hier sind diese Wurzeln. Ja, super. Das ist zu weit entfernt. Naja, die müssen wir auch sammeln. Genau, da sind so Oliven-Dinger. Was war das? Ha? War das der Reiher, der das komische Geräusch gemacht hat? Ich weiß nicht. Okay. Du dürftest ja auch jetzt 4 Oliven. 1 von 8, ja. Oh, oh. Siehst direkt 2, oder was? Langweile, oder was? Was ist das? Nee, eigentlich nicht. Aber meistens mein Glück, aber naja, gut. Nur so schnell sind wir durch, ne? Da stimmt dann wohl. Hallo? Achso. Hallo? Ah, die P hat sich bewegt. So, was haben wir denn jetzt? Da ist noch zum Einsammeln. Die Hörner haben wir schon mal. Ja, ne? Genau. Da ist auch noch was zum Sammeln hier. Da oben auch. Eine Handvoll Federn brauchen wir noch, ne? Da oben ist auch noch was. Ja, aber die werden uns, sag ich doch, angreifen. Ja. Gut, die kann ich kein Weg dran vorbei, aber das ist auch nicht so schlimm. Der gedreht hat jetzt schon. Ach, dafür kommt der nächste direkt schon automatisch an, oder was? Ja, ja. Das hatte ich nämlich gerade auch. Komischerweise, ich weiß nicht warum. Oh, braucht sogar Federn. Er hatte sogar Federn. Ja. Also von daher. So, Oliven haben wir auch fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Reihe. Ja. Gedöns. Und ich sehe ein Reihe ohne Eier. Was? Was ohne Eier? Der hat keine Eier gelegt. Ja, 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 ja. Genau. Der Reihe hat keine Eier. Gelöscht. Ja, wenn ich welche legen würde, wäre auch komisch. So, 20 von 20. Achso, der fliegt ja über mir. So, weiter. Lecker! Oliven, ich liebe diese Dinger. Sie sind die einzig gute Grund, in diesem dreckigen Welt zu kommen. Ich muss mein Ritual in einer besonderen Höhle durchführen, die ich am Finsterbund Grabhügel vorbereitet habe. Trefft mich dort, dann gebe ich euch eure Belohnung. Hihihi. Die Artefaktmacher finde ich ja ganz toll. Der hat aber, glaube ich, noch eine Quest. Ah ne, jetzt ist das weg. Ich habe irgendwie voll immer den Bug, dass ich eine Quest sehe, obwohl ich die schon angenommen habe. Hä, wo ist denn die Höhle? Hier müsste sie eigentlich sein, irgendwo. Ah, hier unten. Hier unten irgendwo. Hier. Ah, da ist er. Ja, ich bin nicht so schnell wie du. Entdeckt. Ist bei mir? Hier unten, runter. Runter. Ja, ja. Ich komme ja schon. Ich bin noch oben. Ach, da. Lakai! Wie schön, dass ihr es hergeschafft habt. Es ist an der Zeit, meinen alten Meister für seinen Vertragsbruch zu bestrafen. Seid ihr bereit, euch ihm zu stellen? Bringt mich zu eurem Ritual. So. Der läuft da jetzt. Ich glaube, der Meister wird nicht leicht. Bist du das? Der Illidari Fanz. Okay. Das ist ein Spieler. Das habe ich jetzt auch gerade gesehen. Der wartet wahrscheinlich auch, der macht wahrscheinlich dasselbe wie ihr. Warum habt ihr mich hergeholt? So, den müssen wir direkt angreifen, glaube ich auch. So. Ich bin dabei. Oh, der ist nicht so leicht.
ich würde gleich echt gerne mal gucken, welches Level der Boss. 102 hat er. 102. Zack. Oh, die 0. Und die 1. Müsste jetzt aber Platz sein. Und jetzt sogar noch Blut. Für uns so. Nun jetzt hin. Ach nee, nicht entdecken? Schon wieder da oben abgeben. Ja. Nee, sicher. Ich wollte einfach nur mal gucken, was es hier noch zu entdecken gibt. Hier ist eine Kiste, hier ist eine Kiste. Ja. Yeah. Eine Spielerin gefunden. Cool. Oh, und. Ey! Ich war das nicht. Ich konnte ihn nicht mal lernen. Weil da war Artefaktmacht und so drin, weißt du? Ja, weil die das wahrscheinlich gerade gelootet hat vor uns, deswegen wir hätten schneller sein müssen. Die Kiste leer. Weil wir haben ja immer doppelt, bei uns passiert das nicht. Ich konnte gerade eine Sache mitnehmen. Ja, ich auch. Naja. Na, sowas hasse ich ja, ne? Da war Artefaktmacht. Jupp. Und die habe ich natürlich nicht als erstes mitgenommen. Ich habe irgendeinen Scheiß. Ich habe Ordensressourcen mitgenommen. Weiß es jetzt gar nicht, was es war. Ordensressourcen, genau. Ja gut, die braucht man auch. Ach so, Moment, wir müssen ja erstmal. Ich glaube, hier war die andere Quest, ja, die wir noch abgeben müssen. Ja, wollen wir die nicht erst abgeben? Ja, deswegen. Die war oben. Ja, ist mir schon klar. Alter. Dann können wir gleich mal gucken, ob die Kiste respawned hat. Müssen wir zwar nochmal gegen den Alten da fighten, aber... Oh, was hat mich denn jetzt schon wieder im Visier? Gutes Geschäft, oder? Ihr durftet einen Dämon töten. Eure tollen Waffen noch toller machen. Und ich werde jetzt dem Meister sein... Ein gutes Geschäft für beide Seiten. Kopie, Danas Vertrag und... Ja, Artefaktmacht kriegen wir. Quest beenden. Ja. Cool, und dann direkt die Artefaktmacht... Ja, ich wollte... Ich habe noch mehrere Artefaktmachten. Das ist ja das Schlimme, ne? So, ich habe jetzt 340 von 350 Artefaktmacht. Spielzeug, erstmal direkt in die Kiste. So, ich würde gerne nochmal einen Haustierkampf versuchen. Ich will die Artefaktmacht jetzt hier erstmal. So. Cool, wie viel habe ich jetzt? So, das ist nämlich... Oh, nein, das ist auch blau, das Vieh. Ah, und dann reife ich ja. Ja, meine Monstermöhre ist erst Level 20. Und die hier sind Level 25. Ja, ich stehe hier. Ja, ich sterbe, glaube ich, nochmal. Also meine Viecher. Glaube ich. Ach, Entschuldigung. Ich glaube, meine Monstermöhre stirbt jetzt gleich. Ich sollte vielleicht wechseln. Auf einer anderen. Haustier wechseln auf die Schwester der Versuchung. Das ist kurz vorm Level, nämlich. Ah, die hat sich im Kokon versteckt, die Drecksau. Sieht aber süß aus, die Mutter. Ach, siehst du dort, oder was? Hm? Kannst du zugucken, oder was? Ja. Okay. Finde ich voll süß. Du hast jetzt hier gerade deine Schwester der Versuchung. Ja, weil meine Monstermöhre. Oh, fuck it. Meine Monstermöhre nicht mehr so gut ist. Schwer, ey. Ja, wie gesagt, meine Monstermöhre ist Level 20, das höchste. Ja, hör auf jetzt! Nein, nicht! Oh. Oh, geschafft. Aber. Jetzt kommt ein Beutetax. Ah, die, warum sind die denn alle blau hier, ey?
Ja, ich habe meine Kröte jetzt noch. Weil diese wahrscheinlich alle selten sind. Kannst du die nicht heilen? Der kann sich heilen, ja. Aber der Nachteil ist, heilen ist eine Runde. Ich habe jetzt, glaube ich, vergiftet bin ich. Aber der kann in der Runde ja, ne, diesmal wie viel Schaden machen. Und ja, das sehe ich jetzt nicht, wie viel Schaden die machen. Ja, ich sehe nur, dass aber ich kann jetzt gerade gar nichts machen. Ich muss jetzt zwei Runden warten. Ich hoffe jetzt natürlich irgendwie, dass der vielleicht nicht zu viel Schaden macht. Ich sterbe. Oh, komm, sterb jetzt, sterb. Also nicht meiner. So, heilen dich! Nein, der macht mich platt, Ha, Glück gehabt. So, der hat nur noch 34. Oh, bitte nicht. Ja! Nein, da kommt ja noch ein Vieh. Warum kommt hier noch eine Spinne? Das darf doch nicht wahr sein. Warum? Faye, warum? Weiß ich nicht. Boah, ich glaube, ich schwinge die weiße Farbe gleich, ey. Kannst du nicht noch heilen, deine anderen hoch irgendwie heilen? Hä? Ob du die anderen, die du noch außer Gefecht Nee, die kriegst? Kann man nicht heilen. Die kann ich nur aus dem Gefecht nachher. Ah, scheiße, meine Kröte ist tot. Aus dem Gefecht nachher kann ich heraus nur heilen. Ja, obwohl die Kröte kannst du dann nachher auch wieder beleben, glaube ich. Ja, das ist kein Problem. Oh nein, aber ich kriege ja dann keine EP, weißt du? Das ist der Nachteil. Komm, ich mach hier. Du hast dich gut geschlagen. Aufgeben. Kampf beendet. Scheiße. Gut geschlagen trotzdem. Ja, ist aber doof. Ich hätte vielleicht ein Eichhörnchen reinnehmen sollen. Irgendwann Eichhörnchen ist Level 21 schon. Wick. Ja, so. Meine sind noch ganz low, weil ich hab noch keine. Ja, so, schade. Ich dachte jetzt hier, zeige ich nochmal einen riesen fetten Gewinn oder was? Ja, komm, aber die zwei waren ja schon echt gut gemacht. Also, so, du darfst nicht vergessen. Wollten wir jetzt nochmal in die Höhle? Ja, ich wollte eben nochmal gucken gehen. Der ruft den ja eh jetzt nicht. Ja. Ah ja, hier ist eine. Nee, ist leider nicht mehr da. Die Truhe ist leider nicht mehr da. Naja, gut. Wir hatten nichts wirklich davon. Naja. Ja, okay. Wir hatten wenigstens die Ressourcen. Das ist auch schon mal ein bisschen was. Es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich. Ja, klar. So, ich würde sagen, wir machen mal eben eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann nach der Pause gleich wieder. Ja. Ciao und vielen lieben Dank fürs Zusehen. Hier stehen bleiben, weil hier ist gerade nichts. Ja, natürlich. Bis gleich. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.